Hi Leute und herzlich willkommen auf Teasy 2. Apollo, sagst du auch was, mein Großer? Ach nein, er bewegt sich gar nicht. Ja, Freunde, wir kommen heute zu einem neuen Vlog. Ihr habt es ja im letzten Vlog schon gesehen, dass Timo und ich im Baumarkt waren, hier ein paar Sachen gekauft haben für meinen Garten. Wir haben im Büro einiges umgeräumt, ne, mein Schätzel. Da ist mein Guter. Ja, da ist er. Haben im, hier, Apollo. Ah, der will in die Kamera, will Hallo sagen. Hallo, Teasy Army. Ja, mein Schatz. Ja, der, genau, wir haben ein paar Sachen eingekauft. Und Timo kommt später auch noch vorbei, habt ihr gesehen, unter anderem haben wir auch einen Brunnen gekauft, der hilft ihm ein bisschen, dieses eine Loch auszuheben, das zeige ich euch später aber auch noch. Ich dachte so, wir können schon mal ein bisschen vorbereiten, weil heute ist auch Dienstag und... Ja, mein Guter, ich streichel dich doch. Ist doch nur die Teasy Army, mein Schatz. Ist doch nur die Teasy Army. Genau. Bereite schon ein bisschen vor, weil heute ist auch Dienstag, wir streamen ja noch, ne, wird alles ein bisschen eng. Des Weiteren im letzten Apollo-Vlog haben mich uns einige Nachrichten erreicht. Warum ich mit Apollo direkt nach dem Essen rausgehen würde, da könnte sich der Magen verdrehen, dies, das, Ananas. Und zwar besteht so ein Vlog, ja Freunde, ist ja immer zusammengeschnitten. Ja, ich meine, ich bin ja nicht direkt nach dem Essen mit dem jetzt eine Marathonrunde laufen gegangen, sondern habe nur gesagt, ich gehe mit dem noch raus. Ne? Und war ja aber dann direkt nach dem Essen das Einzige, was ich als mache, wenn er gegessen hat, merkst du, okay, er wird ein bisschen nervös und ich glaube, er muss aufs Klo, dann gehe ich gerade 3 Meter hier hinten ums Eck, das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Wald, lasse ihn kurz auf die Toilette mal gehen und gehe dann wieder zurück und laufe da keine große Runde, ja. Ich meine, ihr sorgt euch ja immer krass um den Kleinen, ist ja auch wirklich süß, aber bei manchen, da könnte ich wirklich Apollo eine Glaskugel einpacken und gar nichts mehr mit dem machen. Ich meine, klar, es gibt bestimmt... Gehör mal Großer, es gibt bestimmt die ein oder andere Sachen, die ich auch falsch mache, ja? Weil ich meine, ja, kenne mich da jetzt ja auch nicht so aus, aber ich glaube, es ist schon ein robuster, der kleine Apollo, ne? So klein ist er mittlerweile auch gar nicht mehr, der Schatz. Och, mein guter Gell, hast du schön gesonnt draußen, ist warm. Und ja, denke ich, der verträgt auch etwas, aber er hat sie auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, aktuell, ich kann es euch sowieso mal zeigen, ja, ich meine, hier ist noch nicht lang fertig, steht hier so eine kleine Gartenlounge. Hier ist so eine Überdachung drüber, ja, kann ich euch mal so abfilmen. Aber hier kommt noch ein komplettes Glasfenster rein und hier kommt noch ein Glasfenster rein. Also wird komplett zum Wintergarten hier gemacht. Dann kann man die Scheiben kann man dann bis hierhin aufschieben und die Scheiben kannst du dann komplett bis hier hinten aufschieben oder bis hierhin aufschieben. Hier oben kommt noch eine Markise drüber und dann wird hier dieses Gartenmöbel, was jetzt hier steht, diese Lounge, wird dann von hier nach dorthin kommen. Habe ich jetzt nur dahingestellt wegen dem Regen, dass es jetzt halt nicht nass wird, wenn der Regen von der Seite kommt. Und hier hinten kommt dann so eine kleine Grillküche rein. Genau, das ist auch der ganze Anschluss, Wasseranschluss, Abfluss. Kommt ein kleines Spülbecken rein, ein Grill kommt da rein. Mal gucken, das werde ich wahrscheinlich mit meinem Vater oder so, werde ich das ein bisschen selbst bauen, Freunde. Die ganzen Einsätze für die Grills und sowas bekommst du ja. Und dadurch, dass hier drin ja auch, sage ich mal, komplett überdacht ist, kann ich das dann auch vielleicht aus Holz machen und verkleiden lassen. Der Grill wird dann hier vorne hinkommen. Natürlich nur ein Gasgrill, ne? wegen dem Qualm. Kann ich ja dann hier aufmachen, zieht hier alles raus. Genau, Freunde, dann sieht man hier den tollen alten Mähroboter. Mal gucken, wann sich da, ja, diese Hotline meldet, weil der war richtig Schmutz. Aber der neue Mähroboter steht jetzt hier. Ne? Weil das war halt auch, habe ich beim alten falsch gemacht, muss man sagen, diese Mähroboter-Garage oder die Station, die muss mit dem Leitkabel erstmal hier geradeaus gehen lang. Ja? Und das war halt beim alten damals nicht gegeben. Und jetzt geht sie halt so. So geht der Draht da außen rum und kommt dann hier wieder an. Also hier steht er wirklich perfekt. Habe ich jetzt erstmal alles provisorisch verlegt, weil ich meine, ich wollte ja auch mal gucken, ob vielleicht der Mähroboter, ob er jetzt was kann oder ob er jetzt nichts kann. Ne? Aber mittlerweile, also habe den jetzt seit ja, 3-4 Tagen, bin sehr, sehr zufrieden damit. Auch mit der Steuerung und allem drum und dran ist sehr, sehr geil. Hier wird dann später diese Palme, die wir gekauft haben, vielleicht ein bisschen reinkommen. Fülle ich dann noch mehr mit den Steinen auf, dass auch die Kabel hier verschwinden. Und hier steht dann jetzt das gute Stück, das gibt eine richtige Arbeit. Hier stand ja die alte Mähroboter-Garage. Seht ihr hier noch den Leitdraht, den muss ich dann, ja... irgendwie ein bisschen anders da verlegen, muss ich mal gucken. Ich hoffe, ich habe noch genügend Platz gelassen. Aber deswegen hat der Roboter auch vorhin hier nicht mehr gemäht, weil der Leitrad hier ja, sozusagen unterbrochen ist, weil das Ding jetzt drauf stand. Aber wird ja dann später anders da. Aber hier soll der Brunnen rein. Ja, wird ein bisschen größer werden müssen. Haben wir hier noch so Randsteine mitgenommen, die dann hier und hier reinkommen. Wird auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, aber Timo kommt ja auch gleich. Und dann würde ich fast sagen, ich fange mal da an und guck mal, wie ich da die Palme irgendwie reinstelle. Ich würde fast sagen, Apollo guckt auch gerade mal, ich mache hier den Topf. Hier so ein bisschen rein, ganz runter würde ich ihn hier nicht bekommen, aber tun sie ein bisschen verbuddeln und dann kommt einfach die Palme da drauf, Freunde. Ich denke, es wird ganz gut hier auf der Stelle aussehen, gell, Apollo? Gell, mein Guter, ja. Ja, ist ja wieder klar, ne, wo du dich rumdrückst. Da willst du wieder irgendwas klauen, mein Großer. Jungs, ich habe mir gerade überlegt, bevor ich das vielleicht so mache, sollte ich vielleicht die Palme erstmal umtopfen, bevor ich die da reinsetze, weil sonst mache ich mir hier wieder alles dreckig.
Da müssen wir mal gucken. Achtung, die da hochziehe, ob das... Apollo, komm mal her, mein Großer. Ob das hier so einfach funktioniert, wenn ich die jetzt hier nehme. Und da. Ach du Scheiße. Ja, da brauche ich auf jeden Fall die Mauhilfe. Da brauche ich die Mauhilfe. Apollo, da müssen wir warten, bis der gute Team Mau kommt. Ne? Sonst können wir da nichts machen, mein Großer. Ja, mein Guter. Guckst du mal da nach der Tizi Army, hä? Ja, will ein bisschen rumsuchen. Ja, ich würde sagen, Freunde, warten mal, bis er kommt. So, Freunde, ich habe jetzt mal hier ein bisschen Steine aufgefüllt. Ich denke, die Höhe soll es am Ende haben. Mich wundert es nur, dass die Steine irgendwie dunkler sind wie die anderen, obwohl sie ein und selben Stein sind. Kann natürlich auch sein, dass die erstmal ein bisschen nass werden müssen, ein bisschen abgewaschen. Hier hinten muss ich es dann auch noch auffüllen. Ne? Aber ich denke, so sieht es schon mal ganz gut aus. Ja, da sieht man dann auch hier nicht mal so diesen Abfluss. Ich denke, hier mache ich sogar noch ein paar drauf, dass ein bisschen bedeckt ist. Aber ich glaube, der Kollege hier, der muss jetzt erstmal aufs Klo, gell? Der muss erstmal auf die Toilette, mein Freund. So, Freunde, Timo ist da. Ich zeige euch jetzt einen Zaubertrick. Apollo ist da. Einstudiert. Ja, los, Apollo. Was soll das für ein Zaubertrick sein? Ja. Hey! Super Zaubertrick. So, Hilfe ist da. Fangen jetzt an, holen so, deine Fütte. Wir gucken jetzt erstmal genau. Ich bin nämlich mit dem Buggy hergewengelt. Genau, zack. Stehen dann Raren. Dann Rary. So, Freunde, hier schöne Bank zum Hinsetzen für Timau. Ich bin hergewengelt mit dem Strand Buggy. Ah, geil. Habe schön die Fütte von der Baustelle mitgebracht. Ja, Mann, da können wir schön unseren Sand reinmachen und dann illegal entsorgen. Ja, ich lasse unterwegs bis nach Hause immer ein bisschen rausfahren. Sehr gut. So, gehen wir mal rein und schaffen mal was. So, weil ich würde jetzt sagen, wir machen das jetzt so, wir legen die Dinger da jetzt hin und dann machen wir Spatestiche, genauso wie es sein soll, oder? Was ist dein Plan, Meister? Plan, ja. So, machen wir das mal. Aber hast du schon gezeigt, dass das dann hier rein ja, muss? Ja, das muss hier rein. Das müssen wir hier so versenken. Genau, komplett. 10 cm Hammer, 40 brauchen wir. Warte. Apollo? Ist der schwer mittlerweile, oder? Wie so. Fällt dir die neue Springbrunne? So, Apollo, du bist die Attraktion im Garten. Ui, oh, schön gemacht, Feiner. So, komm, wir fangen mal an. So, Jungs. Der Platz wurde eruiert. Kein Zurück mehr. Jetzt ist er rutschig gegangen, ne? Schöne Rollrase, ne? Ich glaube, das wird gar nicht einfach, Digga. Das ist jetzt sau einfach. Okay. Ich habe schon Brunnen gebaut, da warst du noch flüssig. Alles klar. Dann fahre ich da rein in den Laden, oder? Rein? Wie tief ist man? 20, 30? 40. Easy. Schütten sie einfach da über die Wand. Boah, hier unten wird es aber richtig hart. Jungs, das wird nur. Hört ihr den Schwanz, den der Mund hat die ganze Zeit? Haben wir ein Ding? Haben wir ein Ding? Ein Backer? Das geht aber echt. Digga, ich hab extra den Teurisch-Bader gekauft, der war teuer. Ja, Mann. Der hat 37 Taler gekostet. Was sag man? Ich hab gedacht, das wäre ein seltenes Fossil und ich werde reich bei dir im Garten. Okay, mal vor, wir finden jetzt einen Schatz. Wie bei den Prank Bros. Prank Bros. Oder tu mal wie bei Simon Desio so eine Knarre. Ja. Sie müssen wirklich so tief, Digga? Ja, schon, ne? Ja, so hoch, wie du dann halt rausgucken lassen willst, den Apparat, ne? 40 cm rein, dann ist, kommt der Deckel noch drauf. Dann ist gut, diese. So, Jungs, wir heben jetzt das Loch aus. Gucken, ob wir was finden wie die Prank Bros. Und dann geht's weiter, ne? So, Freunde, bei unserem Glück, ne, läuft da hinten ja dieses Stromkabel entlang. Und ich habe schon fast gut reingehackt. So angenockt, ne? Ja. Aber es geht noch. Du mit der Latsche, Digga, ne? Ja. Ist die Hette wieder. So arbeitet der Mann von heute. Aber es langt hier zum Glück vorne noch. Wie gesagt, zur Not können wir lieber hinten noch ein bisschen Steine reinschneiden, ne? Aber es wird funktionieren. Komm, push die, Junge, push die. So, Jungs, wir überlegen uns gerade, wie wir hier am besten den Dreck hier wegbekommen. Timo hat hier in den Hecken vom Nachbarn eine schöne, wie nennt man's? Schubkarre gefunden. Hat leider einen Platten, ist dann hier hochgefahren. Und dann kam hier, wir haben ja auch ein Rollbrett, wo wir es einfach draufstellen können. Ey, wir müssen gar mal tief buddeln, ne? Wir haben es ja, was. Wahnsinn. Hopp, stell das Ding da hin. Hopp. Gib Gas, Junge. So, Jungs, ist uns doch so viel Arbeit, dass wir gesagt haben, das hier bleibt ab jetzt einfach so. Ja. Das wird das Kackloch für Apollo. Scheiß drauf. Scheiß drauf, ne? Cool, Witz. Wir können mal kurz den Messer. Das Messer. Das Messer ansetzen. Schön, mein Rasen schön dreckig. Hier wären wir perfekt, ne? Hier sind wir perfekt. Ist gut, ne? Aber hier sind wir nicht perfekt. Wir müssen auf diese Ebene hier runter raus noch. Ist so ein Kack-Springbrunne. Ich hätte einfach einer kaufen können, wo der Brunne schon irgendwie so dieses Gefäß integriert ist.
Ja, oder die hätten uns keinen 29.000 Liter Eimer geben können. Also Mini-Brunnen. Ich wollte gerade sagen, wird du wirklich, willst du hier die Eisbach simulieren oder was ist das hier? Hopp, krasses Ding jetzt. Hopp, Abfahrt, let's go. So, Jungs und Mädels, wir müssen jetzt nochmal in den Baumarkt, wir sind schon ganz schön weit. Sieht echt schon ganz gut aus, aber Simao hat zu viel Kraft und hat gerade den Randstein hier zerschmettert. Jetzt suchen wir mal schnell mit dem Buggy, holen wir schnell neue. Ja. Dann geht es da rein. Noch für hinten. Kleines kurzes Stückel. Er hätte gerade hin, eigentlich, wenn es gepasst hätte, gerade nochmal so ein gerade reinlegen können. Habe ich ja gedacht, aber das langt ja nicht, ne? Ja. Und länger gab es sie nicht, ne? Mm-mm. So, Jungs, wir sind back in business. Apollo ist auch noch da, kontrolliert alles. Baustellenleiter Apollo. Die Fetze gehen raus, neuer rein. Krass, ne? Die Mücke, dieses Drecksbodezeug, zieht die so an. Und dann war schon besser, dass wir das Netz mitgenommen haben, ja, ne? Weil es uns noch aufgefallen, war besser. Dass wir hier, haben wir jetzt extra so ein Netz geholt, dass die Steine jetzt hier nicht durchfallen. Die kommen da rein, jawohl, flex it in, man. Wie gesagt, es ist leider ein bisschen schief geworden jetzt, aber ist egal. Sag sowas nicht schief. Ja, ihr werdet auf jeden Fall das Endergebnis sehen. Bloß noch eine Nachtzulage, weil hier ist ja schon der gute Brunnen. Kann man natürlich auch beleuchten. Und dann geht's jetzt weiter und dann nehmen wir euch wieder mit. Let's go. So, Jungs, wieder einen Tick weiter. Wir haben uns jetzt extra, wie gesagt, so, ich weiß, ist Gewebe, glaube ich, ne, zum Verputzen. Ja, ja. Ne? Normal für so Verputzarbeiten. Das Gewebe kommt dann hier drauf, natürlich ein bisschen zugeschnitten, ne, sodass hier die Steine durchfallen können. Das hier liegt jetzt auch an. Jetzt müssen wir gucken, wie das hier funktioniert. Und dann geht es hier rein. Hast du schon einen Überblick? Ja, wir müssen einmal dann das hier abhetzen. Mit dem dann da verschließen. Ne? Meistens geht es ja leider nicht. Du musst ja nur einmal abhetzen hier. Ja, und dann hin das Netzteil. Das ist das Netzteil. Das kommt hier dahinter hin. Ach so, das will ich ja dahinter legen. Ja, das kann ich dahinter dann machen. Das ist ja. 44 Schräg. Ah ja. Und das hier wird wahrscheinlich ein anderer Anschluss. Ja, ist ein anderer. Dann petzen wir das je nachdem so lang ab. Mach hin in die wasserdichte Box. Ja, Safety. Ja. Und dann darüber verlegt. Genau. Let's go, nächste Projekte. Wir sind wieder einen Schritt weiter, Jungs. Ich nehme euch schon mit. Wir haben jetzt hier die Verbindung gemacht. Wird hier mit einer Kabelschelle. Kenn ich die eigentlich, ne? Ja, ich auch. Wird hier schön festgemacht. Kommt hier ein Dreierverteiler. Hier Pumpe. Hier Strom. Ich bin mal gespannt, ob das Ding geht. Hier Gegenstrom. Müssen wir aufpetzen. In der Wasserdingsbumsbox machen, ne, dass nichts passiert. Ja, ja. Die Mau ist gerade dabei, den hier anzukuppeln noch. Das hält. Dann müssen wir jetzt hier in die Mitte. Boah, guck mal, wie dieses Gefühl, der da reingeht. Ne? So sind die Ventile offen. Okay, jetzt können wir das alles rumdrehen, aber wir können auch die ganzen Stromkabel gleich vorne rausschmeißen. Genau, da bleiben wir mal dabei. Das alles wird alles. Boah, ist das vermatscht hier, guck mal. Ja, ist matsch, ne? Geht rutsche. Kommt wieder. Guck, was hier hinten für ein Busch steht, Digga. Ich hab vorhin gedacht, ich bin in Thailand im Urwald. Das war übrigens eine ganz trockene Baustelle bei 30 Grad. Ich bin schon am Verdursten, aber ist die Maus egal. Willst du nix? Sagt, egal. Bei ihm wird gearbeitet bis zum Umfallen. So, machen wir mal die Steine. Da hinten war, glaube ich, der längste, oder? Das war der längste Penis. Ja. Machen wir die Steine. Jo. Und dann sind wir nämlich, guck mal, Jungs, wenn er eins kann, ist es einführen, ne? Ich weiß nicht, woher er das gelernt hat, aber guckt euch das an. Gell, Apollo? Hast du was zum Trinken, Großer? Guck mal, ob der das richtig macht. So, das machen wir jetzt mit alle drei und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt. So sieht es aktuell aus. Jetzt wird ein bisschen an der Elektrik rumgeschraubt. Was überlegst du dir mal? Wie man dann das Kabel da durchsteckt, aber wahrscheinlich petzt man das einfach da raus, oder wie sieht es? Genau, da werden die verbunden, die LEDs. Dann richtet man noch alles ein bisschen aus, dann wird es hier noch weiß gemacht und dann lasst sich Simon von seinem Gartenmensch hier hinten noch so einen Stein reinschneiden, dann sieht es echt top aus. Puh, was Arbeit. So, jetzt wird die Gegenseite quasi am Netzteil. Auch abgeschnitten, ne? Dass man das vorhandene Kabel nutzen kann. Genau, weil wir benutzen, wir haben gerade eben schon gemerkt. Das war noch das alte Rasenmäher-Netzteil mit 24 Volt. Fokussierbrat dann, ich habe sogar falsch rum. Wir brauchen was? 12 Volt. Und da war eben mal ganz kurz. Vielleicht noch sogar 34 drauf. Andere Spannung. Apollo macht wieder nur Quatsch. Apollo, guck mal, Jungs, was ich ihm beigebracht habe. Apollo, mach die Rolle. Ja, weiter rollen. Hallo, raus aus dem Mund. Bah, du kleiner Quatschkopf. So sieht's aus, ey. Ich glaube, das wird echt entspannt, ne? Abends, hier hat er noch LED-Beleuchtung unten drunter. Bloß hier.
Hier gemütliches Plätschern noch. Wir sind bei der Erstinbetriebnahme jetzt dabei. Also der gleiche Anschluss. Ui, sauber das. Halt mal kurz. Ui, ich lock schon wieder. Ich brauche gar nichts. Geh mal kurz. Was ist los? Ah, nee, geht nicht. Geht doch anders. Guck, was passiert jetzt. Es gibt kleine laute Knall. Ich geh mal weg, falls die LEDs so jetzt oder dass du jetzt so ein 700 Bar drauf sind. Apollo aus. Und? Yay! Juhu! Einer kämpft noch. Ah, das ist Ding zu tief, zu muss weiter hoch, ne? Ja. Aber sehr, sehr geil. Man sieht schon. Ein bisschen schief, aber halt, ne? Was ist schief? Jetzt gucken wir mal gleich, ob wir da noch was machen können. Aber das passt, aber der hier. Ja. Aber. Ja, das ist jetzt zu weit Ding, ne? Ja, der muss weiter raus. Also, nochmal nachjustieren. Let's go. So, Jungs, nochmal Update. Wir haben's. Wir könnten echt, wir überlegen gerade, eine weitere Firma zu gründen. Und zwar Teasy Landschaftsgarten. Oh, wir mussten jetzt, ihr habt es ja vorhin gesehen, die haben ja hier drei Ventile dran oder Hähne. Und wir, ja, das könnt ihr, ne? Bevor jetzt, das ist natürlich frisches Wasser, ne? Aktuell noch. Aber ich denke in Zukunft, wenn es halt zu lange steht, ne? Dann würde ich ja nicht mal da Folie dran lassen. Aber solange ist es doch in Ordnung, denke ich. Ja, wir haben hier alle manuell ein bisschen einstellen müssen, ne? Von der Stärke, ja, von der Stärke, Durchlasskraft. Jetzt haben wir es perfekt, ne? Wenn man jetzt mal hier so hingeht. Jawohl, Apollo. Gönn mal bitte ganz kurz. Ne, das sieht richtig mega aus. Bei Nacht, ich liebe eh so Geräusche, ne? Sehr, sehr. Ach, Apollo. Ja, genau, probieren wir es bei dem anders, das schmeckt vielleicht. Apollo, du musst jetzt aber weg, weil wir füllen jetzt mit Steine auf. Genau, jetzt geht jetzt weiter, let's go. Ich finde, ey, wir haben schon lange gebraucht, ne? Boah. Gut, wir mussten noch mal wegfahren, ja, aber auch. Hat schon gedauert. Und ist jetzt auch noch nicht sauber gemacht? Nee, und hinten müssen noch die Steine rein, ne? Aber ich finde, es ist wirklich mega. Apollo, ich filme nur deinen Hoden. Komm wieder auf die Seite. Aber ich sehe doch schon so kleine, gleich wie bei dir, ne? Nee, guck mal hier, Jungs. Finde ich, ist wirklich mega geil geworden. Schön beruhigend. Klar, die Randsteine muss man noch sauber machen. Granit, auch ein sehr, sehr geiler Granit. Passt auch wieder zu dem Stein, ja, zu dem Brunnen. Dann brauchen wir hinten noch, brauche ich noch ein kleines Stückchen, dann kann man das ganz auffüllen. Und dann bei Nacht ist bestimmt mega geil. Ja. Danke, Apollo. Nee, ist mega geil geworden. Aber jetzt haben wir kein Wasser mehr im Brunnen. Jetzt sind wir auch platt, ne? Heute Abend ist ja noch das Turnier. Pro Club Turnier. Jetzt geht's noch weiter zu mir. Dort werde ich auch noch einen Vlog drehen. Und dann sehen wir uns wieder die Tage bei TC Zoo. Ne? Wir haben gesagt, wir befeuern euch. Wir werden euch befeuern. Let's go. Ich mache jetzt noch ein bisschen Ordnung, geh duschen, dann komme ich zum Team Augen. Dann geht's weiter. Haut rein, over and out. Oh, Apollo sagt noch ciao. Ich bin so stolz. Das ist mein erster Springbrunnen, den ich gebaut habe. Hier vorne ist halt nur noch ein paar Steinchen, ne? Ja, kann man noch. Ihr seht's. Ah, ist schon stark geworden, Alter. Und es ist jetzt auch alles gerade. Wir haben geguckt. 75, 75, alles top gerade. Gemacht diese. Machen wir jetzt ein bisschen sauber, Ordnung, ja, und dann let's go. Abfahrt, Jungs. Haut's da rein.